Das hast du gesagt, nicht ich. Okay, willkommen beim Idiotentest. Das war dumm, ich habe voll viel gelabert. Mach nochmal. Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen, Lieben und Leute. Und fucking, haben wir vorher versprochen. Mein Name ist Martin Dehner von dem Channel Mr. Pino. Wir sind hier beim Comeback. Comeback-Idiotentest. 2 Jahre ist es her, dass wir den letzten Idiotentest gemacht haben. Und jetzt haben wir wieder einen raus. Wir machen zum Comeback, und es werden auch mehr wiederkommen, werden wir die besten Idiotentest-Fragen in der History jetzt bei den Leuten und bei den Passanten rausfragen. Und mal sehen. Und ich habe ein bisschen Bock, die Leute zu veräppeln. Dann würde ich einfach sagen, die ersten 10 Kommentare schnell reinschreiben, werden gegrüßt. Auf geht's. Ich jetzt ganz normale Fragen. Wann geht die Sonne auf, wann geht sie unter, so hin und her, ja? Okay. Allererste Frage. Petras Mutter hat 3 Kinder. Tick, Trick und? Track. Kinder Tick, Trick und? Track. Sicher? Trick und? Track. Okay. Was denn jetzt? Petras Mutter hat 3 Kinder. Tick, Trick und? Petra. Wäre doch logisch. Ja. Petra. Okay. Ein Marathonläufer, ja, läuft 3-mal exakt die gleiche Strecke, ja? Ja. Beim ersten Mal, zum Beispiel 30 Kilometer, ja. Beim ersten Mal braucht er 90 Minuten. Beim zweiten Mal braucht er auch 90 Minuten. Aber warum? Warum braucht er beim dritten Mal 1,5 Stunden? Warum braucht er auf einmal so lange? Weil er keine Kraft mehr hatte. Deswegen braucht er statt 90 Minuten 1,5 Stunden. Das ist ja viel länger, ne? Ja. Das ist ja echt, warum braucht er so lange? Ist das das Gleiche? Ja, das ist doch dasselbe, ja. Ja, richtig. Oh. Perfekt. Der Weihnachtsmann hat 15 Geschenke. Er verteilt alle außer 8. Wie viel hat er dann noch? 7. Er verteilt alle außer 8. Wie viel hat er dann noch? 7. Geschenke, er verteilt alle außer 8. Wie viel hat er dann noch? 7 oder nicht? Oder nicht? Ja, 7. Geil, ne? Ja, ja. Ja, natürlich, 7 Geschenke, wenn er 8 behält. Er verteilt alle außer 8 Behälter. Wie viel hat er dann noch? Ja, wer weiß, wie viele Behälter er hat. Es geht ja um Geschenke. Aber er behält ja 8. Und wie viel hat er dann noch? Hat er da 7. Ja. Ja, genau, 7. Wenn er 8 behält, hat er 7. Genau. 15 Geschenke hat und er verteilt außer 8 Behälter. Wie viel hat er dann noch? Hat er dann noch? Außer 8 Behälter verteilt er nicht. Hat er dann noch 7. Genau. Nein, nein. Hä? Ja. Hä? Was? Nee. Du vermisst mich. Er verteilt alle außer 8 Behälter. Wie viel hat er dann noch von 15 Geschenken? Gar keine. Gar keine, das ist die Antwort. Petras Mutter hat 3 Kinder. Trick, Trick und? Petras Mutter. Petra, also ja. Die Mutter von Petra, hat 3 Kinder. Petra, Trick und? Der Weihnachtsmann verteilt alle Geschenke außer 8. Wie viele Geschenke hat er noch? 8. Alle außer 8. Genau, das war's. Okay. Digi, Digi, was denn? Nicht so aggressiv. Tschüss. Meine lieben Damen, meine Fresse, habe ich einen Sprachfehler heute. Hallo meine lieben Damen und Herren, das war's jetzt mit dem Idiotentest mit meinem Praktikanten Florian. Oh Mann. Der Mr. Peinlich macht sich immer wieder peinlich, ich ne? Mr. Peinlich Junior. Mr. Peinlich Junior, Praktikant und Matugo. Okay, und zwar, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn ihr mehr Idiotentests sehen wollt, genau. Vor vielen Jahren, ich weiß es lange her, da waren nämlich wir die Ersten, die Idiotentests gemacht haben. Wir, verdammte Scheiße. Ja, ich hab's. Digga, haben wir das Ding hier aus der Dingse. Ja. Und wir werden jetzt wieder durchstarten damit. Idiotentest, was wollt ihr sehen? Schreibt es rein, gebt einen Daumen hoch, wenn ihr das sehen wollt, ja? Wie fandet ihr es? Lasst uns in den Kommentaren besprechen und da würde ich sagen, ciao, bis ciao, bis zum nächsten Tag, neues Video. Digga. Get